Wir machen jetzt einen Versuchstest bis zur Bruchlast der Gitter. Dazu ist ein Hebel in Dachneigung angebracht, vorne eine Federwaage und hinten eine Klappe, bei der die Versuchsprobanden drinstehen. Und wir ermitteln jetzt die Bruchlast von 20 cm Stahlgitter Z166. Und wie viel war drauf? 35. Selbst bei 35 Kilo mal 2, das heißt bei 70 Kilo, ging das Teil nicht zu Bruch. Also 100 Kilo und geht nicht kaputt. Nein, geht nicht kaputt. Wir sehen also, dass sich das Gitter wohl ganz leicht hier etwas verformt hat, aber es steht noch wie eine 1. Wir haben jetzt 45 Kilo mal 2, also 90 Kilo Drucklast auf einem Teilstück von 10 cm Länge. Wir sehen also hier ein Stück mit 10 cm und es ist nicht klein zu kriegen. Nächster Test mit Alu. Jetzt. Wir sehen also auch hier, verformt es sich kaum. Hier ist es nur von einer Seite eingedrückt, aber die Funktion der Lüftung hier rum und hier unten rein bleibt voll erhalten. Wir sehen jetzt wieder, dass hier in der Höhe ungefähr 4 cm misst. Ja. Man sieht also hier, es hat sich der Dachneigung angepasst. Das heißt also, es ist null Lüftung mehr da, wenn es vorne auf der Kante montiert ist. Und man sieht also, dass hier nicht mal der kleine Finger dazwischen passt, sodass hier noch 6 oder 7 mm Belüftung sind und nicht die Normquerschnitte von 2 cm eingehalten werden. Wenn jetzt noch mehr Druck drauf käme, beziehungsweise das Rät hochgetrieben wird, dann macht es ganz die Mücke. Zack. Und bei 23 Kilo ist der Traum zu Ende von einer Belüftung. Man sieht also, dass sich das Gitter exakt der Dachneigung anpasst und somit jegliche Hinterlüftung unterbunden ist.